go. Einen wertvollen und wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin früh unterwegs. Nacht war kurz, aber erholsam. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Lübeck. In Lübeck gebe ich nämlich mein Auto ab und fahre dann mit dem Zug wieder zurück nach Hamburg und habe dann noch einen Termin mit einer unserer nächsten Autorin. Mit der treffe ich mich dann noch. Ja, wollen wir mal gucken, was der Tag noch so bringt. Ich habe ein bisschen Zeit, keinen Termindruck und das mit dem Auto. Von daher ganz entspannt. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich irgendwo noch Frühstück herkriege. Lübeck, wunderschönes Wetter, bin ein bisschen durch die Altstadt gebummelt, habe gefrühstückt und jetzt fahre ich noch das Auto waschen, weil wenn man ein Leasing-Auto zurückgibt, muss das ja halbwegs vernünftig aussehen. Und dann gebe ich mein Schätzchen ab. Ist immer ein schwerer Moment, finde ich, aber gehört dazu. Ja, jetzt ist der Moment gekommen. Ich muss mein Auto jetzt abgeben. Warum in Lübeck? Naja, manchmal muss man gucken, wo man gute Angebote bekommt und dafür fahre ich persönlich auch gerne mal ein bisschen weiter. Und durch Zufall haben wir hier in Lübeck dieses Auto gefunden und haben das damals vor 4 Jahren dann hier gemacht. Und Nachteil ist, man muss es dann auch wieder nach Lübeck zurückbringen. Aber gut, so, wir haben 88.266 Kilometer hinter uns in 4 Jahren und ja, 2 Unfälle, 2-mal liegen geblieben. Unfälle habe ich zwar nicht selber verschuldet, war aber immer ärgerlich. Aber im Endeffekt hat das Auto vernünftig auf mich und meine Familie aufgepasst. Oh, bin ich immer dankbar für, ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ja, und solche Momente fallen mir immer schwer. Also das Auto abzugeben, hat man jetzt doch 4 Jahre intensiv mit gearbeitet sozusagen. Und ja, ist immer ein doofer Moment. Jetzt geht's hier zum Autohaus, bin schon da. Und dann geht's zur Fahrzeugbewertung. Bin ich mal gespannt. Danach fahre ich wieder nach Hamburg. Und von dort, da habe ich noch einen Termin. Von dort fahre ich dann wieder nach Buch. Jetzt erstmal Auto hier abnehmen. So, wir in Hamburg. Jetzt hat meine Verabredung leider abgesagt. Jetzt habe ich 4 Stunden Zeit, die ich einfach totschlagen muss. Ich habe nachher noch genug Zeit im Zug, um da produktiv zu sein. Deshalb nutze ich jetzt die Gelegenheit und erkunde ein bisschen Hamburg. Lohnt sich immer. Und ich gehe jetzt wegen des doch relativ blöden Wetters hier ins Miniaturwunderland. Da freue ich mich drauf. Spontane Idee. Auf geht's.
cool. Ich mag ja so kleine Welten, Miniaturformat, total genial. So habe ich auf jeden Fall den Nachmittag gut rumgekriegt und so wurde aus dem Business-Trip ja doch noch so ein bisschen was Privates. Also von daher, coole 2 Tage. 5 Kunden glücklich gemacht in Laden und in Hamburg. Und jetzt geht es mit dem Zug wieder nach Hause. Und während der Fahrt werde ich mich ein bisschen auf meinen Vortrag morgen vorbereiten. Denn morgen kommt mein neues Buch raus. Und ich freue mich auf jeden, den ich dort treffe. Und ich hoffe, man hat mich jetzt verstanden wegen dem Wind hier. Zieht hier ganz schön. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Alles Gute und Glück auf!